Familie Martin, Jahrgang 1977. Wir sind 1970 in Kronstadt geboren. Das wäre gut gewesen, nicht? In Kronstadt geboren, ist in Kronstadt aufgewachsen, auch seit 83 mit der Familie in Deutschland leben. Nach der Ausbildung ist sie seit 2004 als Gruppenbetreuerin bei der Lebenshilfe GmbH, das ist eine gemeinnützige GmbH, tätig, wo sie auch eine Künstlergruppe initiiert hat, Papillon. 1998 entsteht ihr erstes Bild. Schlüsselbild, wir sehen das hier in der Mitte der Tafel. Seitdem ist sie der Aquarellmalerei verfallen. Brunhilde Martin hat in kurzer Zeit eine beachtenswerte Fertigkeit und Virtuosität in der Aquarellmalerei entwickelt. Bei ihr atmet die Farbe osmotisch, zerrinnt, fließt ineinander und verliert sich im Niemandsland des weißen Papiers. Sie beherrscht das Nass-Nass ebenso wie das fast trocken Aquarellieren. Und sie experimentiert fleißig, jagt zum Beispiel einen Farbtext mit einem Pusteröhrchen über den Malgrund oder behandelt diesen und die darauf aufgetragene Farbe mit Salzkristallen, damit auf raffinierte Art und Weise dem Bild eine zusätzliche Leichtigkeit einhauchen. Ja, ich freue mich zu sagen, es ist mehr als ein Objekt. Also bei mir ist Brunhilde Martin. Hallo. Hallo. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin Brunhilde Martin, wohne zurzeit in Bad Harzburg, bin seit 83 hier in Deutschland und arbeite künstlerisch in der Art, das ist mein erstes Schlüsselbild, wie gesagt, seit 98. Daraus hat sich meine Technik entwickelt. Warum ist das genau dieses Bild Ihr Schlüsselbild? Weil hier diese Verläufe mich so fasziniert haben. Ne? Also man muss diese Übergänge sehen und das war so richtig ein Push für mich zu sagen, genau das will ich machen. Also ab diesem Zeitpunkt war klar, das muss ich tun. Ja. Ich meine, können Sie uns was zu Ihren Bildern erzählen, was Sie darstellen sollen vielleicht? Oder? Also das Tolle ist ja, dass erst mit Farbe gespielt wird und dann anschließend sehe ich dann verschiedene Dinge daraus. Also wie man jetzt hier sieht man Papageis und Schmetterlinge und das muss ich dann nur noch betonen. Also die Dinge, die ich dann sehe, betone ich nur noch und hole es dann raus. Was für die anderen eigentlich nicht sichtbar ist, ist dann für mich ganz klar zu sehen und dann muss ich das nur rausholen. Gibt es dafür eine spezielle Technik, die Sie anwenden, die andere nicht anwenden? Also es ist halt die Nass-Nass-Technik und ja, die Verlaufstechnik Nass-Nass. Einfach die Farben laufen lassen. Also es muss ein bestimmter Zeitpunkt sein, bestimmte Farben sein, bestimmtes Papier, was man nehmen muss. Das ist alles so ein gewisses Gefühlserlebnis, bis das dann so passt. Wie lange arbeiten Sie an einem Bild? Also es gibt Bilder, die sehr schnell gehen, aber auch Bilder, die sehr lange brauchen, weil die verschiedene Trocknungsphasen haben, auch verschiedene Techniken noch mit enthalten, mit Kamm und mit allem Möglichen, was ich dann noch reingehe. Also das ist unterschiedlich. Hier sieht man zum Beispiel den Kamm noch rein. Okay, wollen Sie uns dieses Bild vielleicht auch mal kurz vorstellen? Ja, hat eigentlich keinen Titel, aber es ist halt der Sonnenuntergang. Was hier wichtig ist, ist, in der Aquarellmalerei verwendet man ja kein Weiß. Das muss man vorher dann schon wissen. Hier ist es genau gezielt gewesen, das Bild. Also vorher abdecken, was weiß bleiben soll und dann mit Farbe reingehen. Hier sind verschiedene Techniken noch mit diesem Kamm, das nass in nass reingeht. Dann diese Punkte hier, das ist wieder das Salz. Und das hier ist noch eine Sprühtechnik mit Farbe und Wasser. Also das sind verschiedene Methoden. Also das Bild an und für sich hat jetzt keinen historischen Hintergrund. Aber es ist einfach das Farbenspiel, was ich immer brauche, was ich so erlebe. Das muss immer sein. Vielen Dank.